Hört ihr die Fliege? Nein, so. Oh, dieser scheiß BH. Bye, bitch. So wie ihr es ruiniert habt, könnt ihr es auch wieder reparieren. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es endlich ums Thema Haare. Ich habe ja schon gemerkt, auf meinem Kanal kommt das Thema Haare einfach viel besser an als wie alles andere. Und deshalb dachte ich mir, wäre es vielleicht interessant für viele zu wissen, wie ich es geschafft habe, von mega hässlichen, kaputten, strohigen Haaren zu gesunden, starken und dicken Haaren zu kommen. Weil es nicht einfach ist, die Haare wieder irgendwie zu reparieren, weil wir wissen ja schon alle, wenn die Haare kaputt sind, dann müssen sie ab. Damit konnte ich mich aber nie anfreunden und deswegen habe ich nie meine Haare abgeschnitten. Was das alles zu einem langen Prozess macht, also darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Ich erzähle euch einfach so, wie meine, ja, wie die Ausgangssituation war. Also ich war damals ungefähr 14 Jahre alt. Ihr müsst euch vorstellen, so mein größtes Idol war Shakira. Okay, ich bin halbe Kolumbianerin, Shakira ist Kolumbianerin und die war so hübsch und die konnte so gut tanzen, so gut singen und ich wollte halt genauso sein wie sie. Und die Alte war natürlich blond. Ich habe also meine Haare einfach gebleicht und zwar einfach nur so ein paar Strähnchen. Das sah mega scheiße aus. Wie kann man blonde Strähnen bei schwarzen Haaren machen? Wie denn? Jedenfalls war ich damit nicht zufrieden. Was habe ich gemacht? Ich habe mir eine rote Haarfarbe gekauft und die dann auf meinen Kopf geklatscht. Dann hatte ich auch nochmal blaue Haare, also mit blauem Schimmer. Dann wollte ich so einen Stufenschnitt haben, habe dann einfach so gemacht. Ich habe dann einfach die Hälfte meiner Haare genommen, so, und dann habe ich einfach hier so abgeschnitten. Und das war dann für mich so mein Stufenschnitt. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt einige Keratinglättungen hinter mir und deswegen sind sie viel leichter zu bändigen, ich kann sie bürsten. Früher war das Bürsten... Hört ihr die Fliege? Nein, so. Ich war einfach nicht dazu in der Lage, meine Haare zu kämmen, weil ich habe richtige, so afro-mäßige Haare. Ich habe richtig extreme Locken. Diese Locken, die ich hatte, die brauchen natürlich sehr viel Pflege. Und das habe ich alles nicht gemacht. Meine Haare waren ein einziger Müllhaufen. Was ich dann gemacht habe, war auf jeden Fall aufhören zu färben. Die Tönung ist dann irgendwann ausgewaschen und ich hatte so dunkelblonde, orange Strähnen in den Haaren. Ich habe dann angefangen, mich mit Pflege auseinanderzusetzen. Oh, dieser scheiß BH. Bye, bitch. Also, ich habe dann mit der Pflege angefangen. Und dann habe ich im Internet nachgeschaut. Ja, Eier mischen mit Honig und mit Aloe Vera und keine Ahnung. Hey, Leute, denkt ihr, ich hatte Bock, da jede Woche so eine scheiß Maske das selber zu machen? Also ganz sicher nicht. Das Erste, was man tun sollte, ist auf jeden Fall Öle benutzen. Also ich bin in jedem meiner Haarvideos, werdet ihr hören, dass ich Öl benutze. Ich habe dann manchmal am Samstag einfach von oben bis in die letzte Spitze alles voll mit Olivenöl gemacht. Habe es dann so gelassen bis Sonntag und dann habe ich die Haare erst wieder ausgewaschen. Versucht so viel Feuchtigkeit in euer Haar zu bringen wie nur möglich. Also das ist wirklich für mich eines der wichtigsten Dinge. Was ich noch gemacht habe, ist behutsam mit den Haaren umgehen. Wer von euch Locken hat, der kennt das. Man macht irgendeinen Haargummi rein und dann will man es wieder wegbekommen. Das sind so viele Knoten, man bekommt das Haargummi einfach nicht mehr raus. Ich habe dann so meine Haarschäne genommen und das Haargummi habe einfach gerissen. Das war das Schlechteste, was ich nur tun konnte. Also meine Haare wurden so scheiße behandelt. Geht behutsam mit euren Haaren um. Das heißt, bindet sie zusammen, wenn ihr schlafen geht. Versucht jede, also so viele Reibungen wie möglich zu vermeiden. Beim Haare trocknen, nehmt nicht das Handtuch und rubbelt so eure Haare. Da bekommt ihr Spliss. Versucht Haargummis zu benutzen ohne diese Metallteile. Wenn ihr im Bus sitzt oder so, macht eure Haare nach vorne, damit es hinten nicht so scheuert beim Rücken. Also es sind alles so kleine Dinge, mit denen ihr einfach viel erreicht. Ganz viel, was ich hier jetzt im Video sage, da werdet ihr euch denken, ja, was ist denn das für ein Tipp? Aber wenn ihr das für lange Zeit macht und wirklich auf eure Haare aufpasst, ihr werdet sehen, dass es
doch was nutzt. Was ich dann noch gemacht habe, ist die richtige Haarbürste benutzen. Ich habe eine Bürste gekauft aus Holz. Ich glaube, die hat 6 oder 7 Euro gekostet. Also benutze einfach eine ordentliche Haarbürste. Masken. Schaut, dass die nicht vollgestopft sind mit irgendwelchen Silikonen. Das könnt ihr daran erkennen, bei den Ingredients. Alles, was mit Ahne oder ohne endet, das sind Silikone. Und das ist etwas, das sage ich auch in jedem Haarvideo, die Haare fetten lassen. Leute, ihr habt gar keine Ahnung, wie wichtig das ist. So viele Mädchen waschen ihre Haare alle 2-3 Tage. Ich verstehe es nicht. Ich hätte gar nicht mal Lust dazu. Ich würde es schon nur deshalb nicht machen, weil ich keinen Bock habe, meine Haare alle 3 Tage zu waschen. Meine werden nach einem Tag schon fettig. Ja, weil du sie immer so oft wascht. Euer Körper fettet eure Haare. Wenn du sie jetzt einfach nach einem Tag schon abwäscht, dann denkt sich der Körper, ah scheiße, ich muss jetzt nochmal schnell nachfetten, weil die Alte hat ja alles schon weggewaschen. Deswegen fettet euer Haar dann gleich wieder. Also euer Körper fettet dann immer schneller nach, weil ihr wäscht ja alles gleich weg. Sagen wir, ihr wascht eure Haare alle 2 Tage. Macht es mal eine Zeit lang alle 3 Tage. Also damit eure Haar sich daran gewöhnt, das wird lange Zeit dauern. Glaubt mir, ich habe das hinter mir. Ich habe meine Haare früher, also als ich 17 war, glaube ich, alle 10 oder 11 oder 12 Tage gewaschen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, weil meine Haare, die haben einfach nicht gefettet. Dann war ich im Urlaub und ich war jeden Tag im Meer. Ich habe jeden Tag meine Haare gewaschen. Und danach, also nach diesem Urlaub, habe ich gemerkt, wie schnell meine Haare jetzt nachfetten. Dann habe ich versucht, mich wieder zurück, also daran zu gewöhnen, dass meine Haare langsamer fetten. Und das war so scheiße. Das war genau die Zeit, als ich die Pille abgesetzt habe. Ich habe Schuppen bekommen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich meine Haare nicht mehr so oft gewaschen habe oder an der Pille oder an beidem. Und natürlich bei meinen schwarzen Haaren, das sah so schlimm aus. Dann noch ein sehr wichtiger Punkt, Hitze. Wir wissen alle, Hitze ist sehr schlecht für unser Haar. Mein Problem ist, ich habe echt schlimme Locken. Ich mag meine Locken nicht und ich liebe es, glatte Haare zu haben. Und deswegen habe ich nie aufgehört zu glätten. Ich glätte meine Haare seit ich 12, also Ende 12, Anfang 13 bin. Damals habe ich mir, also mein Vater hat mir ein Glätteisen gekauft. Das hat ungefähr 18 Euro gekostet. Ich glaube, das war von irgendeinem Chinesen. Das war das schlechteste Glätteisen auf der Welt. Und das habe ich jahrelang benutzt. Ich habe meine Haare einfach tot geglättet. Die waren so strapaziert und trocken und strohig und hässlich einfach. Also bin ich irgendwann umgestiegen auf ein gutes Glätteisen. Ich habe das Brown Satin Hair 7. Wie ich schon gesagt habe, ich konnte aufs Glätten nicht verzichten. Deshalb musste ich irgendwie andere Punkte finden, wo ich so viel Hitze wie möglich vermeiden konnte. Und das war bei mir das Glätten. Nicht das Glätten, das Föhnen. Ich habe das früher immer so wie beim Friseur gemacht. Also ich habe die nassen Haare genommen, Rundbürste mit einem heißen, also die heißeste Stufe, so ausgebürstet und dann geglättet. Das ist der Tod für eure Haare, versteht ihr? Also ich habe das Föhnen dann ganz weggelassen, ich habe sie Luft trocknen lassen und danach, als sie trocken waren, einfach geglättet. Und zwar mit Hitzeschutzspray, Leute. Hitzeschutzspray. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich damals. Dann kommen wir mal zum Schnitt. Also ich weiß ja nicht, wie ihr es gern habt, aber ich liebe es, wenn die Haare so richtig dick aussehen, als hätte man so richtig viele Haare. Ich weiß nicht, habt ihr mal gesehen, wie die Kim Kardashian ihre Fake-Haare, das sind ja nicht ihre Haare, aber diese Sorry, meine Kamera hat ausgeschaltet. Die Haare, wie sie so wellig sind und die sehen richtig dick und schön aus und ach. Und das könnt ihr auch optisch etwas erreichen mit dem Schnitt. Also habe ich mich verabschiedet von meinem coolen Stufenschnitt damals und habe meine Haare einfach komplett gerade geschnitten immer. Und das mache ich heute auch noch. Also wenn ihr schaut, ich habe keinen Schnitt drinnen, ich habe einfach nur komplett die Haare gerade abgeschnitten. Und so sehen die einfach unten an den Spitzen dick aus und nicht mehr so ausgefranst. Dann kommen wir zu den Produkten. Shampoos und Silikone. Silikone und Balsam. Aber ihr solltet auch aufpassen auf die Silikone. Silikone darf man nicht so verteufeln, weil sie sind auch in einem bestimmten Maß gut für bestimmte Haarstrukturen. Zum Beispiel bei meinen Haaren. Ich benutze Shampoos mit Silikone und wechsle dann immer mit einem, was keine Silikone enthält. Damit das Ganze etwas ausgeglichen ist und ich nicht komplett vollgepumpte Haare mit Silikon habe. Also das bedeutet nicht, dass ihr euch jetzt ein Shampoo kaufen sollt um 40 Euro.
Weil das mache ich ganz bestimmt auch nicht. Wer hat das Geld dazu? Ich bestimmt nicht. Also ich glaube, bis jetzt habt ihr so erkannt, dass man nichts Riesiges machen muss, um gesunde Haare wieder zu bekommen. Ihr müsst nicht immer jedes Monat zum Friseur rennen und die Haare, die Spitzen schneiden lassen und das machen und hier und mega viel Geld ausgeben. Das müsst ihr nicht. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich bin in meinem ganzen Leben vielleicht 5 oder 6 Mal beim Friseur gewesen. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die rennt jeden Monat zum Friseur und sie denkt, dass sie das machen muss. Sie muss die Spitzen schneiden lassen. Leute, wisst ihr, wann ich das letzte Mal beim Friseur war? Nein, ich weiß es auch nicht mehr. Spitzen schneiden, das ist echt nicht schwer. Das könnt ihr alles selber zu Hause machen. Mache ich auch. Und dazu habe ich auch ein Video gedreht, falls es euch interessiert. Also wo ich von mir sagen kann, was für mich am wichtigsten war, auf jeden Fall das mit den Ölen. Schmiert die Haare voll bis zum geht nicht mehr mit Olivenöl. Klar könnt ihr es auch versuchen mit so Kapseln, so Bilden. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht beim DM, glaube ich. Beim DM. Da habe ich mir so Kapseln gekauft für Haare und Nägel. Ich persönlich habe da keinen riesigen Unterschied gemerkt. Das sind so die wichtigsten Dinge, die ich euch mitgeben kann. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Was ich euch noch sagen kann, habt Geduld. Viel, viel Geduld. Ich weiß, es ist schwierig. Man will einfach schöne Haare haben. Aber das geht leider nicht innerhalb von einer Woche. Aber glaubt mir, Leute, es lohnt sich. Es lohnt sich. Kämpft für eure Haare. So wie ihr es ruiniert habt, könnt ihr es auch wieder reparieren. Das waren meine wichtigsten Tipps, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.